Leute, man hat es ernsthaft geschafft, die Bewegungen von Elektronen zu beobachten. Und genau für diese Forschung werden Ferenc Krauss, Pierre Agostini und Anne L'Huillier mit dem Nobelpreis für Physik in diesem Jahr ausgezeichnet. Man hat mit einem Infrarotlaser ein Gas bestrahlt und konnte beobachten, wie das Gas in vielen Farbschattierungen leuchtete. Teilweise sind diese Impulse nur wenige Attosekunden lang. Und das ist special. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde. Das ist so enorm kurz, dass in einer Sekunde so viele Attosekunden vergehen, wie Sekunden seit der Entstehung des Universums vergangen sind. So konnte man quasi ein super Slow-Mo-Video von den Elektronen machen, wie sie sich im Atom bewegen. So wie ein Video aus ganz vielen einzelnen Bildern besteht, wurden hier Millionen einzelner Messungen gemacht, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, damit das Bild scharf ist. Ein weiterer Ansatz ist, dass man mit den Laserpulsen CO2-Moleküle durch das Herausreißen von Elektronen zerbricht und somit in chemische unschädlichere Substanzen aufteilt.